Hallo, heute möchte ich euch erzählen, wie wir unsere Häuser bauen. Sie sehen natürlich nicht alle gleich aus. Es hängt vom Kabauter ab, der sie baut. Ups, willkommen bei uns. Wir Wald- und Gartenkabauter leben unter großen alten Bäumen. Wir fangen 15 oder 20 Jahre vor der Hochzeit an zu bauen. Zuerst suchen wir nach einem Bauplatz, wo Farne und Moos wachsen. Ein gutes Zeichen für gesunde Luft. Oh. Vater, Vater, hierher, schnell! Vater, ich habe ihn gefunden! Vater! Vater, ich habe ihn endlich gefunden. Hier. Hier? Ja. Ja. Hübsches Plätzchen. Bist du sicher, dass es für den Notfall Wasser zum Feuerlöschen gibt? Gratuliere, mein Sohn. Ja. Als nächstes suchen wir in der Nähe zwei Eichen. In eine bauen wir einen Geheimgang, unter die andere, verbunden durch einen Gang, unser Haus. Natürlich passen wir auf, dass die Wurzeln unverletzt bleiben. Unterhalb der ersten Treppe ist eine Fallgrube für Stinktiere und Katzen. Wir sind so leicht, dass wir da nicht einbrechen. Mit Hilfe eines befreundeten Hasen graben wir einen waagrechten Gang, der direkt zum Hauseingang im zweiten Baum führt. Am Ende dieses Ganges bauen wir die zweite Treppe, sogar mit Geländer. Der erste Raum, die Vorratskammer, ist mit einer schweren Türe verschlossen. Boden und Wände werden erst wasserdicht isoliert, dann verkleiden wir alles mit Brettern, die vorher bearbeitet wurden, damit sie sich nicht verziehen. Sie machen alles sehr wohnlich. Sieht doch schon gemütlich aus, wie? Sogar das Dach ist wasserdicht isoliert. Durch die Vorratskammer kommt man direkt ins Wohnzimmer, das so groß ist, dass es Platz für drei Schrankbetten bietet. Eines für die Eltern, eines für die Kinder und eines für Gäste. Gleich daneben eine geräumige Toilette. Hier die Essecke, das Badezimmer und der Stolz meiner Frau, die wunderschöne Küche. Die meiste Zeit halten wir uns im Wohnzimmer auf. Alle Räume sind wasserdicht und Böden und Wände und Decken sind mit Holz verkleidet. Bei so viel Arbeit braucht man schon Hilfe. Stimmt, braucht man schon Hilfe. Ja. Der Kamin, der gleichzeitig als Ventilator dient, mündet direkt in den Baum. Das Loch, wo der Rauch raus und die Frischluft reinkommt, hackt ein Buntspecht aus. Die Maulwürfe graben uns zwei Schächte. Einen verwenden wir fürs Abwasser. Der andere führt zu einer Quelle mit frischem, sauberem Wasser. Den oberen Teil des Quellenschachtes fassen wir mit einer Steinmauer ein. Bist wohl runtergefallen, hm? Tut mir leid. Du hast es wirklich prima gemacht. Ich bin dir sehr dankbar, mein Freund. Tja, wie ihr anhand des Plans sehen könnt, ist das Ergebnis ein bequemes, gemütliches Heim. Ohne Luxus und Angeberei, wie ihr Menschen es liebt. Ein schlichtes Haus, ohne viel Treppen und Erker. Ohne diesen Schnickschnack, den ihr für wertvoll haltet und den ihr durch Alarmanlagen vor Dieben sichern müsst. Klar, auch wir müssen uns vor gewissen Gefahren schützen. Und deshalb haben wir für Notfälle einen Geheimgang. Eine ernste Gefahr stellen zum Beispiel diese bösartigen Trolle dar. Wir halten nicht sehr viel von ihnen. Die lassen keine Gelegenheit aus, um uns zu ärgern. Übrigens, die Tiere lassen sie auch nicht in Frieden. Trolle sind dumme, schmutzige Wesen, die sich nie waschen. Sie sind gefräßig und schlingen alles runter. Diese widerwärtigen Kreaturen kennen keine Nächstenliebe und sie wohnen in Höhlen. Das nennen die Wohnung. Die schlafen, wo sie gehen und stehen in Nullkommanichts ein.
Sie sind nur nachts munter, denn sie hassen die Sonne. Trifft sie nur ein einziger Strahl, verwandeln sie sich sofort in Stein. Aber vergessen wir diese unsäglichen Gestalten und kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. 2, 3 Feldmäuse sind unsere Haustiere, so wie ihr Hunde und Katzen haltet. Sie sind unsere Glücksbringer. Das ist ein sehr wichtiger Ort in unserem Haus. Wir lassen uns Zeit auf dem stillen Örtchen und stellen dabei kleine Kunstwerke her. Zum Beispiel schnitzen wir Familienporträts, flechten Tabletts und Körbe zum Hausgebrauch. Wir stellen auch wunderschöne kleine Geschenkschatullen oder hölzerne Becher her. Alles Mögliche. Wie ihr seht, wissen wir die Zeit auf unserem Thron sehr gut zu nutzen. David, du hast mir gar nicht gesagt, ob dir es geschmeckt hat. Oh, delikat, Liebling. Du kochst hervorragend. Nun sind wir schon fast 300 Jahre verheiratet. Und Lisa ist hübsch wie eh und je. Ach, was für eine wundervolle Zeit. Die Ausgelassenheit der Jugend. Seine Flügel brennen! Wir müssen sie löschen oder wir werden abstürzen! Aber David, was ist denn los? Hm? Jemand klopft an der Geheimtüre. Hauk! Verstanden. Der Hase sagt, dass 5 Kilometer von hier eine Hirschkuh mit verletztem Huf liegt. Gehen wir! Ich werde Hilfe benötigen, Lisa. Du musst mit mir kommen, um die Hirschkuh zu verarzten. Gerne. Beeilen wir uns. Das arme Tier muss sicher leiden. Komm, Lisa, komm. Danke. Aber bitte, lauf, Swift! Mein Freund, zeig uns den kürzesten Weg. Die Hirschkuh wird es dir danken und eines Tages kann sie dir vielleicht auch einen Gefallen tun. Versuch sie zu beruhigen, Lisa. Ruhig, du musst keine Angst haben.
Ihr Lauf ist gebrochen. Ich muss den Splitter entfernen, die Wunde nähen und das Bein schienen. Verstehe. Zum Glück ist es ein einfacher Bruch und der Knochen nicht gesplittert. Trotzdem ist das eine sehr schmerzhafte Sache. Ja, ja. Lisa, bitte hol mit Swift ein paar Stöcke, die doppelt so lang sind wie ein Kabauter. Aber sei vorsichtig. Mach dir keine Sorgen. Es ist ja gleich vorbei. Ich werde ganz vorsichtig operieren. Dieser Splitter war genau neben der Bruchstelle. Das ist zum Desinfizieren. Stöcke richtig. Aber ja, perfekt. Wir müssen die Stöcke fest um ihr Bein binden, damit sie den Knochen ganz sicher schienen. So ist's gut. Sehr gut. Und jetzt binden wir mit einem Spezialverband die Stöcke fest an ihren Lauf. Ich hoffe, ich habe dir etwas geholfen und damit die schwierige Arbeit erleichtert. Ja, Lisa, ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Du bist die beste Krankenschwester. So, das hätten wir. Nun pass gut auf. Wenn du willst, kannst du aufstehen, aber laufen darfst du nur auf drei Beinen. Ist der Bruch zusammengewachsen, fällt der Spezialverband ohne Schmerzen ab. Während der Knochen heilt, bleibt er fest dran. Wenn alles verheilt ist, so in etwa 3 Wochen, löst er sich von selbst auf. 3 Wochen sind schnell vorbei. Hab Geduld und sei nicht leichtsinnig. Wiedersehen und pass auf dich auf. Wiedersehen. Dank euch allen. Wiedersehen. Komm, Lisa. Herzlichen Dank, lieber Vogel, dass du uns so geholfen hast. Der Arme hat auch Probleme. Er braucht Hilfe. Bist du sehr müde? Nein, gar nicht. Lieber Swift, du weißt, wo wir hin müssen. Komm runter, Lisa. Danke.
Mein armer Freund, keine Sorge. Meine Frau und ich helfen dir schon. Komm mal darüber zum Baum, bitte. Ihr wollt sicher wissen, wozu man dieses seltsame Gerät benötigt, was? Nun, es ist ein Pferdefliegenlarvenentferner. Ihr werdet gleich sehen, wie man ihn benutzt und wie er funktioniert. Liebling, pass bitte auf und fall nicht runter. Nicht? Maul auf. Habe ich's mir doch gedacht. Die Pferdefliegen legen Eier in seine Nase und die Larven wandern in den Rachen. Dort bilden sie ein Nest und das wird der arme Darmhirsch nicht mal durch Husten los. Das haben wir gleich. Mach dein Maul auf. Ja. So. Oh, Entschuldigung, ich wollte sie euch doch zeigen. Na, macht nichts. Die nächste, die ich raushol, werde ich euch zeigen. Das ist eine dieser lästigen Larven, die ein Nest in seinem Rachen bauen. Du machst das sehr gut, mein Kleiner. Ein bisschen Geduld noch, dann haben wir alle rausgeholt. Dieter! Dieter! Noch eine! Ach, raus damit! Jetzt haben wir es endlich geschafft. Nächstes Jahr wirst du ein wunderschönes Geweih bekommen. Aber pass auf die Pferdefliegen auf. Du erkennst sie schon am Summen. Ja, ja, eine lästige Plage ist das. Oh. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Oh. Macht es wie Lisa und ich. Liebt und pflegt die Tiere. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Slitzweiß.